Halli, hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch. Und wie ihr hier schon sehen könnt und wie ihr unten schon lesen könnt, ist die MyCouchbox endlich bei mir eingetroffen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe hier einzig und allein die Außenverpackung abgemacht, aber die Box auch noch nicht auf. Das will ich jetzt mit euch zusammen erleben. Also, viel Spaß! Euch hier das gute Stück nochmal. Das ist die MyCouchbox. Wenn ihr jetzt auch auf die MyCouchbox aufmerksam geworden seid und die vielleicht mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr hier unten in der Infobox gucken. Da habe ich euch den Link zu der Seite mycouchbox.de reingepackt. Dann machen wir das Ding mal auf. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen. Bevor ich die aufmache, sage ich euch noch, dass dieses Video ein Unboxing- bzw. Probiervideo sein wird. Ich werde die Süßigkeiten natürlich, oder die Süßigkeiten oder Leckereien, Snacks, was auch immer da drin ist, gleich für euch probieren. Ich traue mich gar nicht reinzugucken. Also, ja, wow. Hier steht alles drauf, da können wir nachher mal reingucken, was in der Box alles drin ist. Hier ist eine kleine Karte, sehr schönes Material übrigens, richtig Pappe, keine Papierkarte. Das sind, Postkarten. Mit alten Motiven, gezeichneten alten Motiven, Weihnachtsmotiven. Sehr schön. Dann haben wir hier eine kleine Tüte, so eine Süßigkeiten-Tüte von im Kino zum Beispiel. Wenn man sich da Süßigkeiten holt in 100 Gramm oder in 200 Gramm, je nachdem wie ihr hungrig seid, so eine Papiertüte plus mit Weihnachtsmotiven, wo man auch drin snacken kann. Die legen wir auch beiseite. Aber hier hinten zur Seite. Das. So, jetzt gucken wir, was in der Box drin ist. Was nehme ich denn als erstes hier? Das Versteckte. Oh, wow. Milka. Die Milka Wave Schokolade. Die habe ich jetzt im Laden auch so noch nicht gesehen. Sieht aus, als wenn das Keksstückchen. Knusperwelle mit Keksstückchen, die machen wir doch gleich mal auf. Nee, die ist schon ein bisschen abgebrochen, also zeige ich die euch jetzt einfach mal. So ungefähr sieht die aus. An alle Star Wars Fans da draußen. Nehme ich die helle oder die dunkle Seite? Ich werde natürlich die dunkle Seite nehmen. Schmeckt wie normale Milka-Schokolade mit Crisp. Ich habe mir hier wieder ein Glas Wasser hingestellt. Damit das auch ein bisschen neutralisiert. Milka Knusperwelle. Dann machen wir weiter. Wir greifen immer wieder rein. Haben wir was Kleines. Oh! Noch eine Heimann-Konfiserie-Süßigkeit. Ein kleines. Seht ihr das? Ohne Moment. Ein Hufeisen. Ich habe davon dieses Jahr von meiner Lehrerin schon einen Tannenbaum bekommen. Den werde ich jetzt aber allerdings nicht probieren. Ich hoffe, ihr versteht das, wenn ich das kleine Ding jetzt nicht auspacke. Oh! Liebe YouTube-Gemeinde, also ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht böse, wenn ich jetzt die gleiche Milka Waves Schokolade nur, weil sie mit Karamell ist, nicht aufmache. Weil das wäre mir jetzt viel zu schade, die große Milka-Schokolade jetzt auch noch aufzumachen. Die wird sehr karamellig schmecken. Ich weiß, wie Milka-Schokolade mit Karamell schmeckt. Und crisp. Also, nehmt es mir nicht übel, bitte. Ich sehe noch ein Heimann-Konfiserie-Süßigkeiten-Dings.
Ein Schweinchen. Ich glaube, das ist so mehr für Silvester. Was findet ihr? Soll ich das vielleicht weiter verschenken an Silvester oder einfach zum Knabbern mit hinstellen? Übrigens wird hier die Big Party stattfinden. Ich glaub's nicht. Eine Heilmann-Konfiserie-Süßigkeit. Ich spreche das die ganze Zeit falsch aus. Eine Heilemann-Konfiserie-Süßigkeit. Und diesmal ist es ein Pilz. Ein Pilz. Werde ich jetzt auch nicht aufmachen. Also haben wir jetzt... Ich hoffe, doch, es kommt noch was. Noch zwei was. Wir haben dann noch ein Kleeblatt. Das reicht ja fast für meine ganzen Partygäste. Und ein Schornsteinfeger. Mit Leiter. So, jetzt zeige ich euch das alles nochmal. Was hier alles so insgesamt drin war. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Heilemann-Konfiserietütchen. Nein, die reichen nicht ganz. Ja. Die sollen mir Glück bringen für das neue Jahr 2018. Und weg. So. Ich merke zwei Dosen. Zwei Dosen, ich nehme die erste. Was haben wir denn da? Etwas, was ich nicht aufmachen kann. Wir haben Perfect Delight Sweet Black Tea. Vegan. Veganen Tee. Meine Damen und Herren, veganen Tee. Ich fasse es nicht. Nee, ist es verschlossen? Es ist eine Dose Tee. Also, weil es ja jetzt noch Weihnachtsgeschenke braucht. ja. Mensch. Fertig in 2 Minuten. Wie macht man denn das? Bio Earl Grey Mix mit Karamellgeschmack. Gesüßt. Den werde ich mal ausprobieren. Einfach 2 Teelöffel. Perfect Delight in 200 ml heißem oder kalten veganen Haferdrink geben und kräftig umrühren. Ach, ich kann das noch nicht mal einfach so einmischen? Veganen Haferdrink, okay. Kennt ihr jemanden, der vegan ist? Der könnte das dann vielleicht gebrauchen. Next! Okay, Beans, ja, Beans. Multivitamin, Zink und Jod, Apfel. Da, aber das werden wir gleich probieren. Vorausgesetzt, ich komme an der Kindersicherung vorbei. Hä, warum liegt denn hier eine Schere? Also, so sieht's drinnen aus. Jellybean. Oh, sind die rutschig. Hallo! weich von der Konsistenz. Apfelig. Süß. Aber auch so leicht salzig. Am Anfang ist sie salzig und dann süß. Mega süß. Zu süß. Brauche ich gleich mal ein Schlückchen Wasser. Das nächste. Nee, hier drunter ist nichts mehr. Dann jetzt das große. Das ist ja süß. Das wartet. Ein umgekipptes Glücksschweinchen. Uno Momento. Da. Ich denke mal auch für Silvester. Aber nicht von Heilemann. Steht jedenfalls nicht drauf. Doch, Heilemann. Also haben wir jetzt 6 Süßigkeiten. Reicht nicht für meine Gäste. Dann haben wir hier Loka. Kommt das aus Deutschland? Ohne Momento. Nein.
gucke mal kurz hier auf meinen schlauen Zettel, woher das kommt. Übrigens, die Yaya Beams gelten als Nahrungsergänzungsmittel, denn sie enthalten 12 Vitamine, Zink und Jod. Sie können den Vitaminbedarf von Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren optimal unterstützen und schmecken dazu noch fruchtig lecker. Ja. Okay, dann haben wir Loaco, keine Ahnung, Tortina White. Diese war schon öfter in den Boxen drin und sie kommt aus Italien. Das wollte ich wissen und jetzt werde ich sie auch gleich probieren. Was haben wir denn hier? Haselnuss, weiße Schokolade, Haselnuss. Na, da wird sich doch jemand freuen, nämlich mein Freund. Oh, die sind nochmal extra verpackt, das ist ja schön. Sehr schön. Hier öffnen. Ich zeige euch die nochmal. So sehen sie aus. Und jetzt beiß ich rein. Sehr nussig. Ich vergleiche es jetzt einfach mal mit Prinzessa. In meinem. Die Saus deshalb probiert polnische Süßigkeiten. Ich packe es euch hier oben in die Infokarte. Könnt ihr nachher mal reinklicken. Und Prinzessa, damit vergleiche ich das jetzt. So schmeckt es nämlich auch. Richtig lecker und richtig nussig. Und auch mit der weißen Schokolade eine gute Kombi. So, wir haben hier immer noch Sachen drin. Die Box war ziemlich voll. Jetzt kommen, wie ich sehe, noch zwei Sachen. Und zwar zwei herzhafte Sachen sogar. Wir haben hier Vasa. Vasa kennt ihr ja bestimmt. Sea Solid Cracker. Mit Olivenöl. So, die werden wir jetzt mal essen. Ich mag Salzcracker sehr. Okay, die enthalten wenig Salz, muss ich sagen. Schmecken so ein bisschen nach nix. Halt Cracker. Ein bisschen weniger salzig als Tuck. Aber lecker. Das letzte, vor dem ich etwas Angst habe, weil ich schon gesehen habe, was drin ist. Ich gucke auch gleich hier. Pana Albe Crostini. Das sind so... Ah! Oh, die habe ich früher gerne gegessen. Das sind so eine... Für einen Salat oder für Suppen. So eine Croutons. Die kommen ja auch aus Original Italia. Weil das hier ja wirklich für Salat ist, so werde ich das jetzt nicht probieren. Und ich werde euch das nächste Mal, wenn ich dann einen Salat gegessen habe und die mit dran gemacht habe, auch erzählen. Wie das so war. Vielleicht sogar beim nächsten Unboxing. Und ja, das war's auch schon aus der Dezember-Box. My Couch-Box. Zum Beispiel Werbung. 25 Euro Geschenkegutschein. Voyager Wonderland. Und eine Werbung von Rand. Ja. Das war's. Die Box ist leer. Nein! Wow! 10% Rabattgutschein von GameStop. Auf ein gebrauchtes Spiel nochmal. Das ist ein Gewinnspiel von GameStop bzw. MyCouchbox. Die Box ist leer. Mein erstes Unboxing von der MyCouchbox hat euch gefallen. Das war die Dezember-Box und die letzte Box dieses Jahres. Wir sehen uns mit dem Unboxing in 2018 wieder und ansonsten hier jeden Sonntag auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell und aktiviert die Glocke. Hier in der Endcard seht ihr jetzt den Button, auf den ihr mich kostenlos abonnieren könnt
oder ein Video, was euch vielleicht gefallen könnte. Dann kann ich nur noch sagen, tschüssi!